Es ist Sonntagmorgen, der 25. November. Wir sind immer noch hier in Hatfield, Pennsylvania. Ich habe morgen einen Termin beim Mechaniker, dass die den Truck anschauen können. Habe einen guten Tipp gekriegt von Bob, dass ich den Overflow Cap nicht ganz zumachen soll. Dadurch verlieren wir jetzt nicht ganz so viel Kühlflüssigkeit. Und er sagt, solange wir da genug drin haben, können wir auch damit fahren. So, wo sind wir jetzt unterwegs hin? Zur Kirche. Und dann schauen wir mal, was wir heute Nachmittag noch machen. Hier gibt es noch Valley Forge, eine Historical Site, die auch heute offen ist, wo wir eventuell vorbeifahren. Oder wir verbringen einfach den Rest hier beim Wohnwagen, denn wir haben uns einen Weihnachtsbaum gekauft und die Kinder wollen den heute gerne schmücken. Also, das ist so, was auf dem Plan steht für heute. Jetzt sind wir hier bei Valley Forge National Historical Park. Ist eine sehr große Anlage, aber es gibt ein Besucherzentrum, da fahren wir jetzt als erstes hin und gucken mal, was die vorschlagen, wo man sich zuerst umschaut. Wir waren jetzt im Besucherzentrum und haben uns da die Information geholt, das Junior Ranger Pamphlet, das wir ausfüllen müssen. Und der Park insgesamt, das ist 10 Meilen Fahrstrecke. Das kann man größtenteils mit dem Auto, also man kann es anscheinend auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Wie viele Acres? Acres 35.000, hat er gesagt. Und ja, also man kann da gut langfahren. Wir haben jetzt einen Zettel, da kann man mit dem Handy anrufen. Dann ist das so eine Tour praktisch, die erklärt bei den verschiedenen Sites. Oder... Ja, $50 eine CD ist das. Eine CD, genau. Und die packt man dann im Auto rein und die erklärt das auch. Und wie gesagt, es gibt zwei Sites heute, wo auch Ranger sind, die das dann direkt erklären. Einmal das Hauptquartier von George Washington und ja, noch ein anderes. Da wollen wir jetzt mal eben hin. Man kann nicht fahren. Ich weiß nicht, ob wir die ganzen 10 Meilen machen. Müssen wir mal gucken, ne? Ja, aber ist ja schon ganz cool gemacht. Die haben hier auch verschiedene Aktivitäten unterjährig, wo die dann auch ja, Leute, die sich verkleiden haben und. Das ist jetzt unser erster Stop hier, die Muhlenberg oder Muhlenberg Brigade Hütten. Die haben innerhalb von kürzester Zeit über 1000 Hütten gebaut und in jeder Hütte mussten 12 Männer schlafen. Und Valley Forge hatten sie genommen, weil das hier halt auf dem Plateau ist und es nur eine Tagesreise nach Philadelphia war. Philadelphia war zu dem Zeitpunkt schon eingenommen von den Briten und George Washington wollte halt einen Ort haben, wo er überwintern konnte mit seiner Armee, nicht zu weit von den Briten weg ist in Philadelphia und ja auch sicher eigentlich davon ist, von denen in einen Hinterhalt oder überrascht zu werden. Und deshalb bot sich das hier ganz gut an, dieser Ort. Und wie findest du es in hier, Jakob? Gut. Schon ein bisschen eng, ne? Ja. Überleg mit 12 Menschen hier drinnen. Interessant. Keine Feuerstelle. Schön nass hier. Also an der Seite hätte man nicht schlafen wollen. So schließt man die Tür. Und so macht man sie zu. Haben uns die Hütchen angeguckt. Hier ist ein Feldofen, wo man praktisch kochen konnte, auch außerhalb dieser Hütten. Und der gute Ranger hat uns gerade erklärt, wenn man hier rüber guckt, hier waren ungefähr 500 Hütten, also relativ wenig Platz für alle. Und das war alles Farmland hier. Also das heißt, der Farmer, der hier sein Land hatte, der war wahrscheinlich nicht so amused. Als dann endlich die Armeen weg waren, hat er wahrscheinlich auch nicht gesagt, jetzt vermiete ich mal ein paar von den Hütten, sondern wurden die Dinge abgerissen und als Feuerholz benutzt. Deshalb sind das auch alles Nachbildungen. Die wissen glücklicherweise, wo die Hütten gestanden haben, aber es sind jetzt keine Originalhütten mehr. Das ist jetzt unser letzter Stopp. Das ist das Haus, wo General Washington gewohnt hat während der 6 Monate hier in Valley Forge. Das Haus wurde nicht für ihn gebaut, sondern er hat es quasi gemietet während der Zeit von demjenigen, dem das hier eigentlich alles gehört hat. Und ja, das Haus ist praktisch hinterher dann wieder in den Familienbesitz gegangen von den Leuten und wurde bis 1878 als Familienresidenz
Residenz benutzt, bis es dann vom Staat Pennsylvania gekauft wurde und das alles hier in einen Nationalpark umgewandelt wurde. Kann ich mal sagen? Es ist jetzt 5:05, das heißt, Beine in die Hand und schnell rein, weil um 17 Uhr machen sie nämlich zu. Und die haben alle fertig gekriegt und jetzt heißt es, Plakette abholen. As a junior ranger. As a junior ranger. I promise. To take care of. Valley Forge. National Historical Park. I will learn about other national parks. And help preserve them. For the future. Great job. Here you guys go. Congratulations. Yay. You can show them off to friends at parties. Well, congratulations, Junior Rangers.